Herzlich willkommen. Wir laden Sie heute ein zu einer Agape-Mahlfeier. Agape, auf Griechisch ausgesprochen Agape, heißt Liebe. Es soll also eine Feier sein, in der wir uns beschenken lassen dürfen mit der Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Mit der Liebe, die er zu dieser Welt und zu jedem Einzelnen von uns hat. Diese Liebe feiern wir. Seine Zuwendung zu uns feiern wir nicht nur, indem wir davon hören, sondern auch, indem wir essen und trinken, Brot und Wein. Das können wir heute nicht miteinander teilen, aber wir laden Sie herzlich ein, es zu Hause mitzufeiern. Wenn Sie das möchten, dann können Sie jetzt gleich bereitstellen Brot, das Sie in Stücke brechen oder schneiden und auf einen kleinen Teller legen. Und dazu gehört auch Wein oder Traubensaft oder ein anderer Saft. Es kann sogar Wasser sein. Den können Sie in ein Weinglas füllen oder in einen Becher aus Ton oder Porzellan oder in einen Kelch, wenn Sie ihn zu Hause haben. Wenn Sie das möchten, kann auch jeder seinen eigenen Becher oder sein eigenes Glas dafür haben. Stellen Sie alles vor sich auf den Tisch. Solange, wie Sie unterwegs sind, um alles zu holen und bereitzustellen, hören wir Musik. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich lese und bete Worte aus Psalm 143.
Wenn Sie möchten, können Sie gerne mitbeten im Gesangbuch, die Nummer 755. Herr, erhöre mein Gebet, vernimm mein Flehen um deiner Treue willen, erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Denn der Feind verfolgt meine Seele und schlägt mein Leben zu Boden. Er legt mich ins Finstere wie die, die lange schon tot sind. Und mein Geist ist in Ängsten, mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe. Ich denke an die früheren Zeiten. Ich sinne nach über all deine Taten und spreche von den Werken deiner Hände. Ich breite meine Hände aus zu dir. Meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Herr, erhöre mich bald, mein Geist vergeht. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, dass ich nicht gleich werde denen, die in die Grube fahren. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden. Zu dir nehme ich meine Zuflucht. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, gut und richtig ist es, tröstend und heilsam, dir alle Zeit zu danken und dich zu preisen. Du lädst uns ein zu diesem Gastmahl deiner Liebe. Wir feiern es, dass du uns deinen Sohn schenkst, Jesus Christus. Und dass in ihm deine Liebe zur Welt gekommen ist. Voller Freude, Dankbarkeit und Erwartung dürfen wir kommen zu dir. Hier willst du uns vorbereiten auf das große Hochzeitsmahl mit Jesus in deinem Reich der Herrlichkeit. Voller Sehnsucht dürfen wir uns von dir berühren lassen. Wir verehren sein Kreuz. Wir feiern seine Gegenwart und erwarten seine Wiederkehr. Zusammen mit allen, die du berufen hast, Kinder und Erben zu sein, beten wir dich an und stimmen ein in den Lobgesang, der ohne Ende ist. Ewiger Gott, wir beten dich an mit den Worten, die wir von Jesus Christus, deinem Sohn, gelernt haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen. Wir hören auf die Lesung aus dem Markus-Evangelium im 14. Kapitel. Als es Abend geworden war, kam Jesus mit den 12 Jüngern. Während der Mahlzeit sagte er: Es steht fest, dass einer von euch mich verraten wird, einer, der hier mit mir ist. Die Jünger waren bestürzt, und einer nach dem anderen fragte ihn: Du meinst doch nicht mich? Jesus antwortete: Es wird einer von euch 12 sein, einer, der mit mir aus der gleichen Schüssel ist. Der Menschensohn wird zwar sterben, wie es in den heiligen Schriften vorausgesagt ist, aber wehe dem Menschen, der den Menschensohn verrät. Er wäre besser nie geboren worden. Während der Mahlzeit nahm Jesus Brot, dankte Gott, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den und alle tranken daraus. Dabei sagte er zu ihnen: Das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird. Mit ihm wird der Bund besiegelt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. Ich sage euch, ich werde keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn neu trinken werde, wenn Gott sein Werk vollendet hat. Lob sei dir, o Christus. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, du bist aus dem Vater vor aller Zeit geboren. Du, Gott von Gott, du, Licht vom Licht, du, wahrer Gott vom wahren Gott. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus. Du bist Mensch geworden um unseretwillen. Du hast auf dich genommen unsere Krankheit und ludest auf dich unsere Schmerzen. Du hast allen Hohn und Spott getragen und deinen Mund nicht aufgetan zur Klage. Du verbargst dein Gesicht nicht vor Verachtung. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus. Du hast dich geißeln und mit Dornen krönen lassen. Du bist gekreuzigt worden unter Pontius Pilatus. Du hast dein Blut für uns vergossen. Du hast am Kreuz für uns gebeten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sterbend hast du ausgerufen: Es ist vollbracht. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus. Du hast den Sieg für uns errungen. Du bist wahrhaft auferstanden. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus. Dein Sieg komme in unser Leben. Dein Frieden erfülle unser Denken und Fühlen. Die Kraft deines Blutes löse uns von allem Bösen. Dein Heil komme in das Leben aller Menschen und in das Leben unserer Schwestern und Brüder in der ganzen Welt. Dein Segen komme über dein Volk Israel. Wir bitten dich, Herr Jesus Christus. Deine Kraft stärke uns, deinen Willen gern zu tun und unsere Nächsten zu lieben. Deine Gnade erscheine allen, die in Finsternis und im Schatten des Todes sitzen, und schenke ihnen Trost und Heil. Wir bitten dich, Herr Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ihm sei Ehre, Preis
Lob und Dank. Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Amen. Und nun nehmt und esst vom Brot des Lebens. Nehmt und trinkt vom Kelch des Heils. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, inmitten unserer Welt hast du uns das Fest der Liebe bereitet. Wir haben es gekostet im Brot des Lebens und im Kelch der Freude. Du schenkst uns das Leben in Einheit mit dir und miteinander. Selbst der Tod kann die Liebe nicht auslöschen. Auf ewig sind wir dein. Bewahre uns vor Angst, vor Verwirrung und Sünde und lass uns wachsen im Glauben und in herzlicher Liebe untereinander. Denn du bist die Quelle des Lebens und schenkst der Welt alle guten Gaben. Lob und Preis sei dir heute und immer und in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte uns alle, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Musik.